بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، kann man sagen, dass die Araber besser sind als andere? Gibt es einen Unterschied zwischen Arabern und Nicht-Arabern? Und sind die Araber immer besser als die Nicht-Araber? Allah sagte im Koran in Surah Al-Hujurat, im Vers Nummer 13: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. In diesem Vers erwähnt Allah, dass er die Menschen erschaffen hat aus verschiedenen Stämmen und aus verschiedenen Abstammungen, damit sie einander kennenlernen. Und dann sagt er am Ende des Verses: Wahrlich, der Geehrteste unter euch ist der mit am meisten Taqwa, der mit am meisten Gottesfurcht. Und wenn wir vergleichen, Abu Jahl war ein Araber und war sogar vom Stamm von Quraysh und sogar ein Verwandter des Propheten alaihi salatu wassalam. Trotzdem ist jeder Nicht-Araber, der den Islam angenommen hat, viel besser als Abu Jahl. Abu Lahab, der sogar im Koran erwähnt wurde, war ein Araber und vom Stamm von Quraysh. Aber trotzdem ist Salman al-Farisi oder Bilal al-Habashi viel besser als er. Was also den Unterschied macht, ist der Islam und ist die Taqwa, die Gottesfurcht. Aber wenn man jetzt im Allgemeinen redet, und das wird oft erwähnt in den Aqida-Büchern von Ahlus Sunnah, dass man im Allgemeinen sagt, die Araber sind besser, jetzt nicht die einzelne Person, sondern jetzt als Stamm, als andere, und das aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, unser Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, er war ein Araber. Und zweifelsfrei ist der Prophet alaihi salatu wassalam der beste Mensch. Zweitens, der Koran, der edle Koran, er wurde auf Arabisch hinabgesandt und offenbart. Und es gibt nur diesen einen Koran. Und zu sagen, die Übersetzung ist nicht richtig, sondern man sagt, die ungefähre Übersetzung der Bedeutung. Aber was den Koran angeht, so gibt es ihn nur auf Arabisch. Und dann gibt es auch noch einige weitere Vorzüge der Araber, dass zum Beispiel der Kalif, der oberste Herrscher der Muslime, Araber und vom Stamm von Quraysh sein muss. Als Beispiel. Ich habe hier das Buch Kitab al-Sunnah, oder das Buch heißt eigentlich Al-Masail, von Imam Harb ibn Ismail al-Kirmani, gestorben im Jahr 280 nach der Hijra, und er gehört zu den großen Gelehrten der Leute der Sunna, und er ist einer der Schüler von Imam Ahmed. Und das ist ein sehr wichtiges Aqida-Buch. Es gibt hier extra ein Kapitel. Dieses Kapitel heißt Babun fi Fadli al-Arab. Er erwähnte hier in diesem Kapitel viele Hadithe und viele Athar über den Vorzug oder die Vorzüglichkeit der Araber gegenüber anderen. Babun fi Fadli al-Arab. Kapitel, die Vorzüglichkeit oder über die Vorzüglichkeit der Araber. Er erwähnt hier viele Hadithe. Wenn man sich manche dieser einzelnen Hadithe anschaut, so kann es sein, dass die Überlieferungskette vielleicht nicht stark ist und eine gewisse Schwäche vorhanden ist. Und wir haben das vor einiger Zeit auch mit unserem Sheikh Khalid Al-Fulayj gelesen. Aber wie ist die Manhajia? Wie ist der Vorgang, der richtige Vorgang, wenn man solche Bücher liest? Weil manche kommen und sie sagen, okay, alles ist schwach, also ist dieses Kapitel oder was hier erwähnt wurde, nicht richtig. Ganz zu Beginn des Buches sagt der Autor, und zwar Harb al-Kirmani, folgende Worte. Er sagt, das ist die Madhhab der A'immat al-Ilm und Ashab al-Athar und Ahl sunnah. Und dann sagt er, أدركت من أدركت من العلماء. Und ich habe viele Gelehrte getroffen.
فمن خالف شيئا من هذه المذاهب, und wer das, was er also hier in diesem Buch erwähnt, dem widerspricht, so liegt er falsch und ist ein Mubtadi'. Wichtig ist, dass man daraus entnimmt, was er hier erwähnt hat, der Ijma', also was er in diesem Buch, und deswegen meinte ich die Manhajiyya, was er in diesem Buch erwähnt, so besteht der Konsens der Gelehrten, dass dies richtig ist und dass danach gehandelt wird und dass man dem nicht widerspricht. Und er erwähnte dann, deswegen habe ich hier gerade umgeblättert, erwähnte er dann einige Punkte, bei denen Ijma' besteht und dazu zählt, وَيَعْرِفُ لِلْعَرَبِ حَقَّهَا وَفَضْلَهَا وَسَابِقَتَهَا وَيُحِبُّهُمْ, und man kennt die Rechte der Araber, im Allgemeinen also, und ihre Vorzüglichkeit, und dass sie vorausgegangen sind, also dass sie die ersten Muslime waren, und dass man sie liebt, im Allgemeinen. Also wir lieben die Araber, weil der Prophet alaihi salatu wasalam Araber war, weil Abu Bakr Araber war, weil Umar Araber war und so weiter. Das meint er damit. Und hier in der Hashia hat dann der Muhakkir, das ist Adil al-Hamdan, gute Arbeit geleistet, und er erwähnte hier und unter anderem Aussagen von Ibn Taymiyyah und auch einen Hadith. In diesem Hadith heißt es, das ist hier unten, Babu Fadl al-Arab, ein Hadith, der von Ibn Hibban überliefert wurde, über den Vorzug der Araber, und Ibn Hibban sagte, Sahihu al-Isnad. Er stufte also diesen Hadith als authentisch ein. Und dann gibt es einen anderen Hadith. Der Prophet, alayhi salatu wasalam, sagte, Al-Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Die Ansar, das ist ein arabischer Stamm aus Al-Madina, diejenigen, die den Propheten, alayhi salatu wasalam, aufgenommen haben. Er sagte, die Ansar, nur ein Gläubiger liebt sie und nur ein Munafiq verabscheut sie. Und es gibt noch weitere Hadithe, wenn man dann diese Hadithe zusammennimmt und dann das, was ich erwähnt hatte, dass der Prophet alaihi salatu wasalam Araber war, dass der Koran auf Arabisch offenbart wurde und so weiter, dann versteht man, was damit gemeint ist und was die Gelehrten meinen mit der Vorzüglichkeit der Araber, also im Allgemeinen. Aber wir kommen jetzt nicht zu irgendeinem Araber spezifisch und sagen, ja, du bist besser als jeder andere. Nein, es gibt viele Nicht-Araber, diese sind Muslime und besser als viele andere Araber, die keine Muslime sind oder weit vom Islam entfernt sind. Na, wallahu ta'ala a'lam.